Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt mit mir, dem Lupus. Und zwar will ich euch heute zeigen, Skybreak. Ja, was kann man in Skybreak machen und worum geht es in Skybreak? Das wollte ich euch mal kurz zeigen, denn so viel von der Story verraten möchte ich auch nicht. Die Story ist eigentlich, na gut, ich verrate sie euch, sie ist nicht groß. Es wird am Anfang erzählt, dass auf der Erde scheinbar ein Virus ausgebrochen ist. Und wir müssen jetzt ein Heilmittel finden. Und ja, das ist eigentlich so die Hauptaufgabe. Jetzt ist aber das Problem, dass auf dem Planeten, auf die wir geschickt wurden, da sind scheinbar die Roboter verrückt geworden. Und ja, scheinbar sind wir von der Rettungsmission, sage ich mal, der einzige Überlebende. Und wie gesagt, unsere Aufgabe ist es, das Heilmittel zu finden. So, da fängt man normalerweise ganz normal auf. Ja, auf einer Insel an, weil das Spiel ist in Inseln unterteilt. Ich möchte euch das mal ganz kurz zeigen. Bin nämlich hier auf meiner Raumstation, die man schon fast nach 5 Minuten im Spiel bekommt. Und genau da ist mein Raumschiff, da bin ich abgestürzt. Da musste ich bloß kurz ein Item sammeln und konnte dann gleich auf die Raumstation drauf. Und ja, die Frage ist, was kann man in diesem Spiel alles machen? Ich möchte euch mal so die Raumstation ein bisschen zeigen. Das hier zum Beispiel, hier kann man sich heilen. Man stellt sich einfach hier drauf und wird geheilt. Ist eigentlich ganz nett gemacht. So, das hier ist der Hauptlift. Damit kommt man auf die Erde, beziehungsweise auf die Insel zurück. Die zeige ich euch gleich. Hier ist der Kommandoraum, da kann man, ja, sein Suit, sage ich mal, upgraden mit verschiedenen Fähigkeiten. Möchte ich mehr Rüstung haben, möchte ich besser schießen können, schneller laufen oder länger laufen vielmehr. Soll meine Waffe sich schneller aufladen? Oder Reisender, sehr praktisch, man kann mehrere Sachen tragen. Als Waffen gibt es eigentlich nur dieses Assault-Gewehr. Und ja, ich wollte das Ding Taser nennen, aber das ist eher so ein Gerät zum Hacken. Wofür das gut ist, zeige ich euch später. Und natürlich immer mit dabei dieser kleine, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat keinen Namen. Ich nenne ihn jetzt mal Beobachter, weil er sieht so ein bisschen aus wie einer. Wenn man R drückt, zeigt er einem so Sehenswürdigkeiten in der Nähe an, sage ich mal. Sachen, die man finden kann. Ja, dann hat man eine Ebene oder, ich nenne es Modul. Wohl eher ein Modul, so einen kleinen Garten. Da kann man Pflanzen anbauen. Eigentlich gibt es nur zwei Arten von Pflanzen, Schleim und Pflanze. Und zwar habe ich die hier Schleim und Pflanze und daraus kann man halt hier mit Handwerk Sachen bauen. Also Munition, verbesserte Munition, Extractor kann man bauen, um Kristalle abzubauen. Und ja, hier das Mechanica Plus, für 80 wird die Rüstung wiederhergestellt. Das ist Lebensenergie. Ich finde den Text etwas irritierend, weil ich habe das für Lebensenergie gehalten, aber es ist unsere Rüstung. Sobald die auf 0 ist, sind wir tot. Klar. So, ja, wie gesagt, man kann Samen finden, die kann man hier anbauen, weil man am Anfang nicht ganz so viel findet, also was jetzt Schleim und Pflanzen angeht. Obwohl, ich habe festgestellt, Pflanzen findet man eine ganze Menge, nur Schleim nicht so viel und Schleim brauchst halt beides für Munition. Wo bemerkt, diese Module, die ich euch zeige, die hat man alle von Anfang an. Also ihr könnt von Anfang an, sobald ihr Samen findet, sofort anpflanzen. So, das ist die Mecha-Bucht. Und zwar gibt es verschiedene Inseln und auf jeder Insel gibt es immer 2 oder 3 Tierarten. Und ja, jetzt bin ich natürlich alle Inseln schon durch. Ich bin mit dem Spiel so gesehen fertig. Und hab mir, am Anfang hat man nur eine Bucht und die anderen muss man nach und nach mit Ressourcen freischalten. Was weiß ich, so ein Ostrich habe ich hier, da den Bird, ein Lizard und ein Deer. Das Deer habe ich nur mal aus Witz mitgenommen. Und ja, mehr gibt es auch gar nicht. Auf der anderen Seite ist noch ein Landing Pack, das zeige ich euch später nochmal. Und ja, der Vorteil dieser Tiere ist, man kann sie mitnehmen, nachdem man sie gehackt hat. Und kann sie für einen kämpfen lassen. So, ich gehe jetzt mal auf die Oberfläche zurück. Da geht es halt mir auf die Insel. Da oben ist die Raumstation, da sieht man es auch, die ganzen Module. Es ist, ich habe mal ältere Videos gesehen. Da konnte man die Raumstation, da konnte man erstens die Module verschieben und zweitens konnte man neue Module bauen. Das gibt es in der aktuellen Version nicht. Ich werde auch in die Beschreibung noch schreiben, mit welcher Version ich gespielt habe.
Denn das kann sich ja jederzeit ändern. Vielleicht kommt mit dem nächsten Upgrade, ja, das Bauen wieder dazu. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, hier sind meine Tiere bei mir. Da ist das Tier, da kommen auch die anderen. Die können für einen kämpfen. So mit Linksklick kann ich sie auch einfach irgendwo hinschicken. Wenn es nicht so weit weg ist. Und dann laufen die dahin. Die haben auch alle verschiedene Fähigkeiten. Der Ostrich schaut mit seinem Schwanz zu. Und, ja, Nahkampf und... Ja, der Lizard, der hat... schade, erkennt man jetzt hinten an seinem Schwanz. Da hat er so eine Art Raketenwerfer dran. So, und hier bin ich gestartet. Das war mein erstes... war mein erstes Wrack, wollte ich gerade sagen. Worauf bin ich jetzt nicht abgestürzt? Und da kann man halt die Insel erkunden. Hier ist mal die Landkarte. Ich habe nicht alles erkundet. Unter Quests sieht man ja auch... Okay, ich habe zum Beispiel hier noch was vergessen. Oder eine zweite... Ja... Landungsstation habe ich noch nicht gefunden. Diese beiden Sachen gibt es hier. Wie ihr seht, das Heilmittel habe ich schon komplett hergestellt. Das schafft ihr einfach, indem ihr Pflanzen pflückt. Da gibt es dann immer bestimmte Pluspunkte auf das Heilmittel. So, was noch wichtig ist, das Spiel ist zufallsgeneriert. Ich habe gerade mal 5 Minuten vorher ein neues Spiel gestartet. Es gibt auch mehrere Speicherstände. Die findet ihr im Hauptmenü unter Aufladung. Das ist irgendwie etwas schlecht beschrieben, finde ich. Schlecht übersetzt. Aber es gibt mehrere Speicherstände und ja, die Welt ist zufallsgeneriert. Das heißt, so wie ihr es hier jetzt bei mir seht, so werdet ihr es bei euch nicht vorfinden. Das ist auch der Grund, warum ich euch überhaupt diesen Spielstand zeige. Weil ansonsten wüsstet ihr ja schon, okay, da ist das und da ist das. Aber das ist in dem Fall nicht der Fall. So, ich gehe nochmal oben auf die Raumstation zurück. Was cool ist, es gibt verschiedene Biome. Das war jetzt so ein kleines Waldbiom. Da gibt es noch Wüste und Eis. Und ich glaube, das zweite ist auch so eine Art... Ja, nee, ich glaube, das geht eher Richtung Savanne. So, das ist die ganze Übersichtskarte. Das sind die Inseln. Hier bin ich gestartet. Ich glaube, das war die zweite, zu der ich gegangen bin. Die relativ große. Und ich glaube, das da unten war die letzte. Das ist ein... Wie ihr seht, die Karte ist riesig. Und ich gehe davon aus, dass im Laufe der Zeit höchstwahrscheinlich noch mehrere Inseln dazukommen. Weil, warum sollte es sonst so viel Platz geben? Das macht einfach keinen Sinn. So, und deswegen fliege ich jetzt einfach mal nach da mit der ganzen Raumstation. Jetzt bewegen wir nämlich hier, wie ihr seht, die komplette Raumstation. Weil das alles verschiedene Inseln sind. Und ja, da kommen wir nur hin, indem wir die ganze Raumstation mitnehmen. Und ich gehe jetzt mal aufs Landungsdeck. Und ja, leider bewegt sich der Himmel nicht mit. Aber wie ihr seht, die ganze Raumstation bewegt sich. Das ist richtig geil gemacht. Leider ist der Planet scheinbar von einem großen Unwetter betroffen, weswegen man... Ja, nicht nach unten gehen kann. Oder die Wolkendecke ist allgemein sehr kritisch. Man kriegt später noch einen kleinen Frachter, mit dem man fliegen kann. Und mit dem solltet ihr die Wolken nicht berühren. Das tut nämlich weh. So, jetzt muss ich mal eben darauf warten, dass wir dort ankommen. Wo sind wir? Wo befinden wir uns denn mittlerweile? Ah, okay, wir sind da. So. Und es gibt in diesem Spiel keine Ladesequenzen. Wahrscheinlich ist der Flug hierher die Ladesequenz selbst. Und wenn man jetzt denkt, dass der Aufzug, den ich nach unten genommen hat, dass der auch eine im Prinzip eine Ladesequenz ist, das kann natürlich sein, muss aber nicht, denn ich hole mir jetzt mal meinen kleinen Raumtransporter, den ich gekriegt habe. Mit dem kann ich nämlich innerhalb der Insel, vorausgesetzt ich habe Sprit oder Energie, wie ihr unten seht, kann ich hier selber fliegen. Das heißt, ich kann einfach von meiner Raumstation starten und blub, selber auf die Insel fliegen. Das ist richtig geil gemacht. Das heißt, man muss nicht auf den Transporter oder auf den Fahrstuhl warten, sondern fliegt einfach mal selber runter. Ups, schlecht gelandet. Das geht in beide Richtungen. Das heißt, ich kann auch einfach, wo ich möchte, hochfliegen. So, landen kann man leider nicht überall. Landen kann man nur in sturmfreien Zonen. Also sprich, wo man Blick zum Himmel hat. Das sind hier diese großen... Das sind diese großen Pylonen hier, das sind Landungsstationen. Die zweite Station hier, das ist sogar eine der großen Stationen. Da kann man die ganze Base hinziehen. Ich muss gestehen, am Anfang hatte ich einige Probleme.
es gibt halt nicht nur Gefahren hier, also verrückte Roboter, sondern auch das Wetter ist gegen einen. Oben rechts seht ihr die Minimap und links von der Minimap seht ihr so einen kleinen Tornado. Das ist die Sturmanzeige. Und zwar hat die drei Bereiche. So ein bisschen Sturm, ein bisschen stärkeren Sturm. Und wenn es die dritte Stufe erreicht, dann fällt euer komplettes Radar aus. Normalerweise könnt ihr hier mit R dem kleinen Mann sagen, hier, gib mir mal einen Scan. Und er zeigt euch in der Nähe an, wo ist die nächste Station. Man kann in die Richtung laufen. Und oben rechts hat man ja auch noch das Radar. Und wir haben hier die Landkarte. Sobald der Sturm aber Stufe 3 erreicht, habt ihr das alles nicht mehr. Das heißt, ihr seid blind. Davon abgesehen, dass dann Blitze im Boden hauen und einen so langsam umbringen, vorausgesetzt, ihr wisst noch, wo ihr seid, könnt ihr ganz schnell in so eine sturmfreie Zone laufen. Oder ihr findet einen Ionisierer. Jetzt muss ich mal eben schnell gucken, wo hier der nächste eigentlich ist. Und ich stelle gerade fest, dass in meiner Nähe keiner ist. Das ist natürlich doof. Das sind diese Punkte, die habe ich schon... Das sind die, die ich aktiviert habe. Sekunde, ich glaube, wenn ich das richtig sehe, ist da hoch einer. Na toll. Jetzt will ich euch mal was zeigen. Das ist natürlich keiner in der Nähe. Das ist natürlich jetzt ein Mega-Fail. Und mit diesen Ionisierern, wenn man sie aktiviert, da braucht man eine so eine ionisierte Batterie. Ihr seht, Pflanze und Schleim. Pflanze und Schleim findet man massig. Auf der Karte oben rechts seht ihr auch solche Blätter. Lasst ihr dann hier immer solche Pflanzen. Zum Beispiel aus dem hier kriege ich Schleim raus. Und in dem Fall sogar Schleimsamen. Und daraus kann man dann alles bauen, was man findet. In dem Sinne Pflanze und Schleim, also sprich eine ionisierte Batterie, könnt ihr benutzen. Das heißt, alles, was ihr braucht, habt ihr auch. Oder könnt ihr finden. Das ist eigentlich das kleinste Problem und Samen kriegt man auch relativ fix. Das heißt, sollte man auf der Welt mal ein paar Probleme haben, indem man nichts findet, muss man wohl, na gut, vielleicht 5 Minuten auf der Raumstation warten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Blumen oder die Pflanzen zum Wachsen brauchen. Und könnt ihr das dann alles abernten und zack, habt ihr neues Material. Ich werde mal ganz schnell nach da drüben fliegen. Man kann nämlich hier jederzeit in das Raumschiff reinsteigen und dann seinen kleinen Frachter und dann hier durch die Gegend fliegen. Ich habe auch schon maximale Energie. Das heißt, ich kann hier einfach durch die Gegend fliegen. Was ich nicht machen darf, ist von hier aus jetzt in den Himmel stoßen. Denn sobald ich die Wolkendecke berühre, explodiert das Raumschiff. Aber ich wollte euch doch jetzt eben noch einen Ionisierer zeigen. Und hier in der Nähe sind gleich 2 Stück. Hoppala. So. Plopp, da kommen auch gleich meine Gefährten. So, das hier ist ein Ionisierer. Wenn ihr den aktiviert habt. Das sind auch Dinge, an denen man speichern kann. Man kann an jeder Station speichern. Also, machen wir kurz die Landkarte hier. An jeder dieser Basisstationen, Ionisierer, Landestation, kann man überall speichern. Vorausgesetzt, man findet sie. So, ich benutze sie mal ganz kurz. Zack. Wichtig ist, sobald, und wie gesagt, kann man speichern. Oh, ich sehe gerade, da drüben ist noch ein Kristall, den ich, habe ich den nicht abgebaut? Oh. Und, ja, es ist einem, nicht alles ist einem freundlich gesinnt. Die werden einem aber auch allerdings rot angezeigt, sodass man sie erkennen kann. Und am Anfang fängt man ohne Tier an. Und das erste Tier muss man sich erhecken, sage ich mal. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Das werde ich euch nachher gegen Ende nochmal zeigen. Dann werde ich nämlich mein Tier wegschicken. Und dann zeige ich euch mal, wie das Hacken funktioniert. Und ja, solange man sie nicht hacken kann, das ist die Zeit, die man hat zum Hacken. Sollte eins meiner Tiere fallen, also sterben, wird es auch da liegen und Zeit ablaufen. Und um es wieder zu beleben, kann ich es hacken. So, diese Kristalle hier, warte mal, ich werde mal auch mal hier ganz schnell einfach mal draufballern. Ich habe hier ein bisschen meine Waffe geskillt. Von daher ist das für mich jetzt alles ein bisschen einfacher als für euch jetzt am Anfang. Man kann zum Beispiel jetzt einfach mal hier diesen Kristall abbauen. Mit einem Extractor, den ich gebaut habe. Um diese Extractor zu bauen, müsst ihr riesige Roboter besiegen. Das ist... Oh, wo ich gerade von rede, da hinten ist einer. Das ist... Den ersten zu besiegen, das erfordert schon ein bisschen Kraft und ordentlich Munition. Es ist nicht leicht. Das ist echt nicht leicht. Aber, wie gesagt, alles möglich. Überhaupt keine Probleme.
Also es gibt eigentlich nichts, wo das Spiel jetzt sagt, boah, ich fick dich mal richtig, gib richtig einen auf die Mütze. Vielleicht am Anfang, wie gesagt, mit dem Wetter. Das Problem ist halt, wenn man so ein bisschen durch die Gegend läuft und nicht unbedingt eine Ionenstation findet. Weil wie gesagt, die Welt ist zufallsgeneriert, das heißt auch alle Stationen hier sind zufallsverteilt. Und wenn du dann so ein bisschen durch die Gegend irrst und keine Station findest und dann sticht das Wetter um, ja, hast halt ein Problem. Gebe ich zu, ist doof, aber kann man leider nicht ändern. Deswegen, wie gesagt, immer ionisierte Batterien dabei haben, wenn möglich. So, ich werde jetzt mal eben zur Raumstation zurückfliegen und den Hirsch wegschicken. Wie gesagt, man kann einfach plopp über die Wolken fliegen, vorausgesetzt man hat eine freie Sicht nach oben. Denn ich kann nicht die Raumstation dorthin rufen, das geht nicht. Die Raumstation kann man nur bewegen, wenn man selber drauf ist. Ja, wie gesagt, sobald man dieses Raumschiff hat, ist man echt super flexibel. Und ich möchte das Ding auch gar nicht mehr missen. Plopp. So, und jetzt werde ich mal eben in meine Mecha-Station geben und das Tier wegschieben, damit ich euch auch nochmal das Hacken zeigen kann. Weil der Grund, warum ich das Tier wegschicke, ist einfach, die anderen sind gelevelt. Ich zeige euch das mal kurz, wenn man die hier benutzt. Da kann man die upgraden, wenn man solche Fragmente findet. Die Fragmente kriegt man, ja, indem man solche Windräder benutzt. Oder, ja, doch benutzt, sage ich mal. Oder indem man Gegner killt. Da kriegt man ganz viele Fragmente. Und dann kann man halt verbessern die Lebensenergie, den Schaden. Ein Spezialeffekt, den jedes Tier hat. Und die Rüstung selbst. Hier, der Lizard hat zum Beispiel die Fähigkeit, dass er die Chance hat, seine Rüstung aufzuladen. Der Vogel macht so eine, ja, so ein Area Damage. Und der Ostrich hat Selbstheilung. Das ist ganz praktisch. So, was hat das Tier als Fähigkeit? Mit jeder verlorenen Stärke die Rüstung stärker. Das ist natürlich auch geil. So, ich deaktiviere den jetzt mal, weil ich den, wie gesagt, ich habe ihn, eigentlich habe ich den gar nicht gelevelt. Oh, dann hat er das von Anfang an drauf gehabt. Okay, interessant. So, ich weiß gar nicht, kann ich den dadurch eigentlich? Genau, da. Jetzt habe ich ihn deaktiviert. Jetzt seht ihr hier diesen Kreis. Genauso wie bei denen, die man erschossen hat. Und wenn man jetzt mit dem Hacking-Tool drauf schießt, was irgendwie hier nicht funktioniert. Da, jetzt geht's. Jetzt habe ich ihn getroffen. Muss man ihn hacken. Nicht, jetzt ist das Hacking bei dem etwas komplizierter, da ich den schon länger habe. Im Prinzip ist es jetzt auch nicht kompliziert. Ich muss nur noch einmal drehen, dann habe ich ihn. Hier seht ihr eine Zeit, die abläuft. Ich schiebe einmal kurz rüber. Wie gesagt, man muss einfach nur die Punkte mit der Mitte verbinden und das war's. Das ist nicht so schwer. Bei dem sah das jetzt etwas komplizierter aus, weil es, glaube ich, ein späteres Tier ist. Wenn ihr euer allererstes Tier hackt, da sind da nur drei Linien und die in einer Reihe zu kriegen, das ist nicht besonders schwer. Was hat man noch auf seiner Station? Genau, eine Kiste, wo man Sachen reintun kann. Allerdings, wie gesagt, alles mit Begrenzung. Und das war's eigentlich auf der Raumstation schon alles. Wenn man sich jetzt ein paar ältere Videos anguckt, da findet man auf der Raumstation ein Schwert. Dieses Schwert existiert leider nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, aber das gibt's leider nicht mehr. Warum es rausgenommen wurde, weiß ich leider nicht. Ich habe auch bei den Steam-Reviews, die habe ich mir mal durchgelesen, was so andere Leute schreiben. Manche Leute schreiben, dass sie irgendwie mit dem Kampfsystem nicht zurechtkommen. Das Ziel wäre schwammig und so. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Leute den Controller benutzt haben, denn wenn ich jetzt mal hier mit der Maus so ein bisschen um mich rumballer, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Nichts ist schwammig, alles einfach. Ein Feature, das ist wohl, das es gibt, ist, man kann sich verstecken, wenn man durch Büsche rennt hier. Jetzt bin ich getarnt. Das bringt einem eigentlich gar nichts. Es hat keinen Vorteil, weil die Gegner alle, ich sag mal, in ihren Bereichen, wo sie spawnen, bleiben. Es gibt keine Kreaturen, die sich über die Map bewegen. Ich habe mal Videos gesehen von einem früheren Stand, wo es irgendwie ganze Suchraumschiffe gibt, die über die Inseln fliegen und nach einem Ausschau halten. Und da wären natürlich solche Versteckbüsche schon wieder überlebenswichtig.
Das gibt es aber alles nicht mehr. Deswegen ist halt Schleichen, ja, unnütz. Wie gesagt, das sind so die Sachen, wo ich mich gewundert habe, warum die Leute das kritisieren, weil ich hier überhaupt keine Probleme damit sehe. Wie gesagt, der Anfang ist etwas knifflig, aber ansonsten hat mir das Spiel eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe zum Durchspielen ungefähr 6 Stunden gebraucht. Das war relativ fix. Und ich habe halt auch relativ viel erkundet. Und ja, man kann es wahrscheinlich auch schneller schaffen. Je nachdem, wie fix man ist. Was ich ein bisschen schade fand, ist das Heilmittel. Ich glaube, das hatte ich nach der Hälfte des Spiels schon fertig. Da fehlt mir dann nur noch ein paar, ein paar Items für das Raumschiff, damit ich wieder nach Hause fliegen konnte. Und die letzte Karte habe ich, glaube ich, auch nur zur Hälfte erkundet. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass da in Zukunft noch mehr kommt, aber in allem, so, wenn ich jetzt mal so das ganze Spiel sehe, allein die Idee mit diesen Mechas, dass man die zähmen, wollte ich gerade sagen, ich wohl eher, dass man sie hacken kann, finde ich eine geile Idee. Man hatte halt immer so Tiere, ich muss gestehen, ich habe auch mal World of Warcraft gespielt, als Jäger, Tierherrschaft, weil ich es einfach geil finde, immer so ein paar Tiere mit mir rumzuschleppen, die, ja, die für einen kämpfen, die man dabei hat, man ist halt nicht alleine. Von daher finde ich das schon relativ geil. Gut, zu der KI sei noch gesagt, manchmal nervt sie ein bisschen. Ihr seht hier, da hängen sie manchmal ein bisschen fest. Wenn man weit genug weggeht, dann teleportieren die sich zu einem hin. Der Vogel macht das jetzt nicht. Manchmal steht man auch irgendwo an der Station, will was machen und die eigenen Tiere rennen einen dabei immer um und schubsen einen zur Seite. Da muss man sie halt, weiß ich mal, kurz so bapp, irgendwo hinschicken und dann hat man wieder keine Probleme. Was man sonst auch machen kann, man kann einfach hier, wenn ich die jetzt anklicke, da oben linke Seite seht ihr es, dann stehen die auf Pause. Das heißt, die machen gar nichts. Wenn sie einen ganz stören, dann lässt sie halt irgendwo stehen und alles ist gut. Aber ansonsten, wie gesagt, ich finde das Ganze eine nette Idee. Und ich hoffe für die Zukunft, dass, obwohl es ist nicht mehr im Early Access das Spiel. Soweit ich weiß, ist es jetzt offiziell mit der 1.0 released. Und ich hoffe, dass noch mehr dazu kommt. Dass man mehrere Inseln erkunden kann. Mehrere Module bauen wäre natürlich geil, wenn man noch mehr... Ja, momentan brauche ich das ganze Zeug hier nicht, aber wenn man noch mehr anpflanzen könnte, was ich zumindest vielleicht ein paar mehr Kisten, in die man Sachen lagern kann. Ihr seht jetzt schon, meine Kiste ist voll. Mit 200 Sachen und ich trage auch schon wieder 46 von 87 mit mir rum und ich, ich habe gar nicht alles mehr mitgenommen am Ende. Weil ich, ja, bin ja sowieso voll und kann mit den ganzen Sachen nicht viel anfangen. Das ist etwas, wie gesagt, das wollte ich euch zeigen. Skybreak, ein guter Titel, macht Spaß und ich glaube, er kostet 15 Euro. Wenn ich das richtig im Kopf habe, doch Skybreak kostet 15 Euro. Für 15 Euro hat man echt viel Spaß. Also ich kann es nur empfehlen und ich hoffe, ihr schaut es euch mal an. Und ja, schreibt mir doch mal, das würde mich mal interessieren, wenn ihr es selber gespielt habt, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr Spaß an dem Spiel hattet, was euch oder auch was euch an diesem Spiel besonders gefallen hat oder was euch vielleicht nicht so gefallen hat, weil wir wollen ja auch nicht nur die guten Seiten des Spiels hören, sondern vielleicht auch die nicht so guten Seiten. Das ist, ich meine, nicht jedes Spiel gefällt jedem und auch nicht jedes Spiel ist perfekt. Auch jedes Spiel hat seine Macken. Wie hier zum Beispiel so ein bisschen die KI. Muckt halt manchmal ein bisschen, manchmal nervt. Aber ansonsten, oder auch, was weiß ich, die Welt, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ach ja, Zufallsgenerierung, ich finde keine Ionisierer, das ist natürlich doof. Hier sieht man, gibt es ganz viele. Gut, das ist die Startinsel. Aber wenn man zum Beispiel jetzt hier startet und man läuft hier rum, aber man findet keine Ionisierer. Gut, sobald man einmal, ich sag mal, gutes Wetter betritt, bei so einer Station wird es wieder resettet. Aber trotzdem. Wie gesagt, mir ist es auch am Anfang passiert. Ich glaube, ich bin im Spiel nie durch Monster gestorben. Ich bin eigentlich, glaube ich, immer nur durch Tiere gestorben. Quatsch, was rede ich denn da? Ich bin nicht durch Monster, ich bin nur durch Tiere gestorben. Nein, das ist totaler Schwachsinn. Ich bin eigentlich, glaube ich, vielleicht ein oder zweimal durch Tiere gestorben. Ansonsten bin ich irgendwie 5-mal oder so durchs Wetter gestorben.
ist halt so, muss man ein bisschen aufpassen, aber in allgemein ein rundes Spiel. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich hoffe, wir sehen uns mal zu einem anderen gezockt wieder oder zu einem anderen, ja, Projekt, das bei mir momentan läuft. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.